Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Hier geht es darum, Prüfungsstoff aufzubereiten in Frage- und Antwortform. Hier eine Frage aus der Ablaufplanung und zwar aus dem Netzplan. Netzplan ist ein Instrument der zeitlichen Ablaufplanung. Und zwar soll man hier nun erklären den Unterschied zwischen der gesamten Pufferzeit und der freien Pufferzeit. Und der Unterschied ist ganz klar mit einem Wort erklärt, das ist der Bezug. Worauf bezieht sich die gesamte Pufferzeit? Die gesamte Pufferzeit bezieht sich auf das gesamte Projekt. Schauen Sie, gesamte Pufferzeit, gesamtes Projekt. Gesamte Pufferzeit ist die Pufferzeit, die ein Vorgang hat, ohne dass das gesamte Projekt verzögert wird. Ohne dass das gesamte Projekt verzögert wird. Das ist die gesamte Pufferzeit. Die freie Pufferzeit hat einen anderen Bezug. Sie bezieht sich auf den Nachfolger. Die freie Pufferzeit ist die Pufferzeit, die einen Vorgang hat, ohne dass der Nachfolger gestört wird. Benutze diesen etwas saloppen Ausdruck, gestört wird. Und gestört heißt, er kann seine früheste Anfangszeit einhalten. Das heißt, er wird nicht gestört. Er kann seine früheste Anfangszeit einhalten. Der Nachfolger kann frühestmöglich beginnen. Und wenn zwischen dieser Zeit, also der frühesten Endzeit des Vorgängers, und der frühesten Anfangszeit des Nachfolgers, wenn da noch was dazwischen liegt, früheste Endzeit des Vorgängers minus früheste Anfangszeit des Nachfolgers, das heißt, die früheste Endzeit des Vorgängers ist zum Beispiel 8 und die früheste Anfangszeit des Nachfolgers ist 10, wenn hier also was dazwischen liegt, man müsste also die Formel im Grunde umstellen. Man müsste sagen, FATS Nachfolger minus früheste Endzeit Vorgänger, also 10 minus 8, dann ist die freie Pufferzeit 2. Also die Formel lautet FATS Nachfolger minus FATS Vorgänger. Also hier genau umgekehrt, wie ich das hier hingeschrieben habe. FATS des Nachfolgers minus FATS Vorgänger, während bei der gesamten Pufferzeit die Formel ja anders aussieht. Wenn das hier ein Knoten ist und ich verkürze das jetzt mal auf die wesentlichen Elemente. Früheste Anfangszeit, früheste Endzeit, späteste Anfangszeit, späteste Endzeit. Fats, Fets, Sat, Setz. Dann ist die Formel für die gesamte Pufferzeit Satz minus Fats oder Setz minus Fets. Oder, wohlgemerkt. Beides führt zum gleichen Ergebnis. Hier ist die Trennung. Hier ist die gesamte Pufferzeit. Hier die freie Pufferzeit. So, das heißt also, bei der gesamten Pufferzeit werden nur die Zeiten innerhalb eines Knotens verwendet. Während man bei der freien Pufferzeit die früheste Anfangszeit des Nachfolgers braucht, um die freie Pufferzeit zu berechnen. Frei heißt autonom. Das heißt, hier der berechnete Vorgänger kann autonom, das heißt selbstständig handeln, ohne dass es jemand anders überhaupt stört und interessiert. Okay, das war's für diesen Sachverhalt. Wenn Sie Lernhilfen brauchen, dann nutzen Sie meine. Klicken Sie unter dem Video auf www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.